War noch nie meine Zeit. Immer ein Kugelschreiber oder Bleistift. Hörst du das? Wir befanden uns im Einkaufszentrum hier am ersten Stock und haben dann Schreie im Erdgeschoss gehört, sind dann auch in die Richtung gelaufen. Ja, wir sind natürlich aufmerksam geworden, weil die Schreie haben sich jetzt nicht so angehört, als ob sie gleich enden würden. Sind dann auch in die Richtung gelaufen und fanden dann dort letztendlich eine hochschwangere Dame vor, die scheinbar gestürzt ist. Ich hab sie nicht geschoben. Sie ist ausgerutscht. Ich hab es doch gesehen. Ich hab gar nicht hier. Guten Tag, hallo, Polizeikommissar. Mein Name bleibt bei Ihnen. Was ist hier passiert? Die Frau ist ausgerutscht. Die ist da irgendwie hängen geblieben und dann ist sie gefallen. Lügen Sie doch nicht. Was für Lügen? Ich kann doch nichts dafür. Ich hab's doch gesehen. Ja, und ich stand hinter ihr. Meine Güte, was soll denn das? Halten Sie mich fest hier, meine Jacke kaputt. Was soll das? Was haben Sie jetzt daran nicht verstanden? Einen Rettungswagen, bitte. Jetzt hatten wir eine hochschwangere Dame. Das heißt natürlich, da gehen wir noch sensibler mit um. Wir wissen nicht, was mit dem Baby in dem Bauch los ist, ob es verletzt wurde, ob da irgendwie jetzt dringend Eile geboten ist. Und entsprechend, ohne lang zu überlegen, ruft man da natürlich einen Rettungswagen. Aber was soll das? Sie unterstellt mir hier, dass ich sie geschubst habe. Ich bin Paula Erstes. Ich habe gesehen, ich stand hier vorne bei den Hemden, habe nach Hemden geguckt. Kann ich das Handy haben? Sie möchte ihren Mann anrufen. Und habe gesehen, wie diese Frau die Rolltreppe runter. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ja, jetzt reicht. Können Sie einen Ausweis haben mit her? Dass zwei Schwangere beteiligt sind und die andere die Rolltreppe runterschubst, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Ist ja auch ungewöhnlich, weil eigentlich eine schwangere Frau ganz genau weiß, was es heißt, ein Baby im Bauch zu tragen und sowas eigentlich nie machen würde. Und dann kümmern wir uns erstmal um die Frau. Arzt, ja? Ich hab einen Arzt, ja, Sie bleiben jetzt bitte erstmal hier und bitte regen Sie sich jetzt erstmal nicht auf. Ja? Ich möchte jetzt hier nicht, dass Ihrem Bäuch dann auch noch was passiert. Kann ich eine Person auswählen? So, wer ist wer? Kannst du bitte kommen? Ich bin hier unten im ersten Stock. Es hat mich, glaube ich, jemand geschubst. Ich heb dich. Bis gleich. Beeil dich jetzt. Aber diese Lüge, die ist gefallen. Die ist vom Aufgerutscht. War ich auch nicht. Was soll denn das? So, und Sie haben gesehen, wie Sie die junge Dame... Was soll denn das? Das ist doch eine Lüge! Als wir dann das Gespräch gesucht haben mit der zweiten schwangeren Frau und sie darauf angesprochen haben, was denn passiert sei, hat sie uns erzählt, dass sie damit nichts zu tun hätte und dass die verletzte Person einfach die Rolltreppen gestolpert ist. Sagen Sie mal. Hallo. 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 Kommen Sie mal. Kennen Sie den Mann? Kai, ich muss mit dir reden. Kai. Hallo, kennen Sie den Mann? Das ist der Vater meines ungeborenen Kindes. Ist der Vater Ihres ungeborenen Kindes? Ja. Hat jemand? Kai, was soll das? Warum ist sie schwanger? Du hast mich geschworen. Wer sind Sie? So, kommen Sie mal bitte. Vorsicht, schwanger. Vorsicht. So. Können Sie sich mal jetzt beruhigen? Geht das? Ich kann mich beruhigen, aber Sie verstehen. Beruhigen Sie sich bitte. Was sagt denn der Bauch? Haben Sie Schmerzen? Mein Bauch ist so hart. Okay, passen Sie auf, der Rettungswagen ist unterwegs. Ja? Ihm wird jetzt sofort geholfen, ja? Komm, es reicht mir. Ich muss mit dir reden, ich muss das jetzt machen. Passen Sie mal auf! Kommen Sie mal jetzt, es reicht langsam. Nein, hier lang. Es reicht. So, können wir uns. Das ist der Vater meines ungeborenen Kindes. Und wir haben noch was zu klären. Sie kennen ihn. Seit Monaten. Ja, natürlich kenne ich ihn. Anscheinend ist der Fall. Kai, was erzählt Sie denn da, die Vater? So, und Sie, können Sie mal kurz zu mir kommen? Ja? Sie sind Zeugin, ja? Sie sind jetzt nicht befreundet oder sowas? Nein, gar nicht. Ich okay. So, ich möchte jetzt ganz genau wissen, was ist genau passiert. Die kamen die Rolltreppen runter, die beiden Damen. Zusammen oder waren die auseinander? Nein, die waren auseinander. Okay, gut. Und dann? Und dann habe ich halt gesehen, wie diese junge Frau die Frau einen Schubs gegeben hat und sie ist die Treppe. Die mit der Hand, mit Fuß, genau, mit den Armen. Okay, also bewusst, Kai, vorsätzlich. Richtig, ja? Richtig. Okay, alles klar. Das war eine neutrale Person, das heißt, ich konnte eine objektive Meinung mir einholen. Stehen Sie mal auf, bitte. Sie stehen auf, Ihre Frau ist in guten Händen. Ja? Polizei, Dorn ist meine Kollegin. Kennen Sie die junge Dame hier?
So, ruf einmal Verstärkung, sicher, damit die Dame hier weggebracht wird. Kai, was soll denn das? Jetzt sagst du, du kennst mich nicht. Sie sollten ruhig sein, bitte. Bitte. Ja, aber sonst muss, ich sie hier komplett entfernen, ja? So haben sie noch die Chance, das ganze Schauspiel hier zu beobachten, ja? Das Schauspiel? Haben sie gehört? Verstehen nicht. Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. So. Das ist mein Kerl. Ich bin seit über 2 Jahren mit Arme runter, wenn sie mit mir reden. Ja, okay, Arme runter. Aber ich möchte mit ihm reden. So, Sie bleiben jetzt auf der Stelle stehen. Ist das klar? Ja, ist in Ordnung. Ist das klar? Haben wir uns verstanden? Wir haben uns verstanden. So. Mein Kind! Was machst du? Bleiben Sie hier! Was machst du hier? Scheiße, Alter, die Fruchtblase ist geplatzt. Wo bleiben die denn? Arnold für den 83. Ich hatte natürlich Riesenangst um das Baby im Bauch. Zudem sah ich auf einmal, dass die Fruchtblase geplatzt war. Oh mein Gott, jetzt geht's richtig rund. Die Sanitäter sind schon eingetroffen. Legen Sie sich hin. Was soll denn das jetzt hier alles? Gib mir die Tasche. Gib mir die Tasche. Können Sie die Frau nicht entfernen? Die ist verrückt. Ich bin verrückt. Nach all dem, was gewesen ist, behauptest du, ich bin verrückt? Das haben Sie nicht verstanden. Dahin. Die Sanitäter sind auf dem Weg. Sind Sie auf dem Weg? Bleiben Sie die Sanitäter! So, guten Tag, Kollegen. Fruchtblase ist gerade geplatzt, ja? Die Dame wurde runtergeschubst. Sie kommen bitte alle zur Seite. Alle zur Seite, bitte, alle zur Seite. Natürlich sind wir geschult, was eine medizinische Erstversorgung angeht. Aber ein Kind auf die Welt zu bringen, ist schon eine andere Nummer. Ne? Klar, würde ich machen, wenn es denn sein müsste. In dem Moment würde ich nur funktionieren. Aber ich war dann doch relativ froh, als die 2 Sanitäter ankamen und ich übergeben konnte. Ich habe Angst um mein Kind. Was passiert mit dir? Melanie, was ist das? So, hatten Sie den Ausweis schon abgegeben? Ja? Okay, alles klar. Alle negativ? Okay. So. Kai, bitte, du kannst mich doch jetzt nicht so abwimmeln nach all dem, was gewesen ist. Ich kenne ihn nicht. Kai, bitte, komm. Gehen Sie hier. Dein Taschen auf der Brust. Komm, Kai, bitte. Ja, aber ich finde es unmöglich, wirklich. Vorsicht, bitte, Vorsicht. Sie sind gleich auch verletzt, junge Dame. Ne? Ja, aber Sie müssen das doch jetzt mal endlich verstehen. Ich bin mit diesem Mann seit fast 2 Jahren. So, ich glaube, ich verstehe, was hier gerade Sache ist. Ja? Aber vorrangig, lassen Sie mich doch mal ausreden, hören Sie mal. A, wenn Sie mit uns reden, bleiben die Hände bitte unten. B, wenn wir sagen, bitte reden Sie mal leiser, dann machen Sie das auch. Ja, dann müssen wir auch nicht lauter reden. Was sagen Sie denn? So, ich glaube, ich weiß hier, was los ist, aber vorrangig steht jetzt erstmal die Dame, weil hier geht ein Menschenleben auf dem Spiel, ja? Für uns hat das nämlich einen Anschein, dass Sie anscheinend eine Affäre mit So, jetzt erzählen Sie mir mal, kommen Sie mal mit. So, kommen Sie mit. Jetzt möchte ich mal von Ihnen wissen, was Sie hier für eine Affäre haben. Ja, ich habe Kai kennengelernt. Vor circa 2 Jahren in so einer Dating-App. Ja. Und wir haben dann auch geschrieben. Also, wir haben diesen jungen Mann in einer Dating-App kennengelernt vor circa 2 Jahren. Genau. Okay. Und dann? Ja, und dann haben wir uns auch getroffen. Er hat mir erzählt von seiner Frau, aber da würde nichts mehr laufen. Und hat mir das versichert und geschworen. Und jetzt auf einmal, ich bin hier im Einkaufszentrum und sehe sie. Ja. Also, eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Eine Welt ist zusammengebrochen, weil Sie gesehen haben, dass die Dame schwanger ist, oder? Ja, genau. Er hat gesagt, er liebt mich. Er hat gesagt, er würde sich von ihr trennen. Okay. Und jetzt? Darf ich noch mal kurz Frau Bischof? Genau. Frau Bischof, haben Sie die Frau runtergeschubst? Ja, ich hab haben Sie. Okay. Das war eine kurze Reaktion. Ich weiß auch nicht, wie das alles passieren konnte. Ist nicht schön, ne? Was da jetzt gerade passiert. Ne? Sie sind selber schwanger. Hier liegt definitiv eine schwere Körperverletzung vor. Ne? Es wurde eine Schwangere vorsätzlich die Rolltreppe runtergestoßen, aus niederen Beweggründen. Und entsprechend müssen wir natürlich eine Anzeige fertigen. Was da noch hinzukommt, müssen wir noch durchleuchten und mit dann in die Anzeige aufnehmen. Zeige ihm ruhig den Ausweis. Wir fahren gleich hinterher. Die ist jetzt von der Treppe geschubst worden. Genau, die Sanitäter kümmern sich drum. Sie fahren jetzt ins Uniklinikum. Und sie würden dann auch gleich nachfahren, wenn wir sie hier entlassen. Ja? So, Arnold, wir fahren gleich sofort nach. Die Sanitäter sind jetzt bei ihr. Ja, der Junge war sehr aufgebracht. Hat sich auch sehr viel Sorgen um seine Mutter gemacht. Wollte auch sofort ins Krankenhaus. Hat, glaube ich, die ganze Situation erstmal nicht verstanden. Einmal eine Personenabfrage für Herrn Simon Mahnhardt, das ist der Sohn. Wessen Tasche ist das hier? Das,
Ich bin gleich bei dir. Jetzt kommen Sie mal rüber. Jetzt möchte ich mal gerne wissen. Hast du sie noch alle? Also Sie kennen sich doch. Spinnst du eigentlich? Sie kennen sich also doch. Okay, gut. Ich spinne nicht. Weißt du, du schreist doch gleich in die ganze Welt hinaus. Ja, am besten mache ich das auch. Dann weiß es auch gleich jeder. Dann brauchst du es nicht mehr verheimlichen. Deswegen schubst du meine Frau von der Treppe. Sag mal, spinnst du? Ich hab's doch nur für uns gemacht. Simon, warte. Wir fangen gleich los. Ich hab's für uns gemacht. Für unser Baby. Für dich und für mich. Aber doch nicht sowas. Bist du verrückt? Ja, du meldest dich doch nicht mehr. Was soll ich denn machen? Okay, können wir sie... Papa. Sie verstehen mich. Sie haben ihre Personalien. Sie können jetzt erstmal gehen, damit wir hier immer weniger Menschen haben. Weil ich bin gleich bei. Bleiben Sie bitte ruhig. Ja, dann fahr ich. Können Sie bitte. Können Sie bitte. Ja. Scheiße, der hat den Autoschlüssel. Der will doch rein. Ja, da hat er den Autoschlüssel. Nein, er hat den Autoschlüssel. Wo stand die Auto? Wo stand die Auto? Komm zur Seite. Sie, weg von mir! Weg von mir! Sie bleiben jetzt weg! Ich kann nicht gefahren! Sie bleiben jetzt weg! Sie bleiben jetzt weg von ihr! Komm her! Zur Seite! Ist alles okay bei Ihnen? Sie bleiben stehen, genau! Nein! Gib mir die Schlüssel! Gib mir die Schlüssel! Mira, nimmst du die Schlüssel? Bist du verletzt? Bist du verletzt? Nein. Ich rede mit dir, guck mich an! Bist du verletzt? Nein. Alles gut! Sicher? Ja! Warum Papa, rennst du denn weg? Du bist 15, du kannst kein Auto fahren. Ich möchte ins Krankenhaus zu meiner Mutter. Ruhig, du bleibst jetzt hier ruhig und ich setze in die Achtung. Wer setzt jetzt hier mein Einkauf? Nur für mich zum Verständnis nochmal. Ja. Die Frau, die da über die Treppe runtergefallen ist, war ihre Frau. Das war meine Frau. So, und die Dame jetzt hier, die schwanger ist, ist. Meine Geliebte. Ja, komm, jetzt können Sie ehrlich sein. Bitte nicht so von ja, jetzt können Sie ehrlich sein. Nee, komm mal mit. Komm mal mit, bitte. Ich will zu Mama. Ja, wir, ne, da sorgen wir jetzt für, oder? Da zu Mama. So, okay, dann ist das jetzt Ihre Affäre, richtig? Ja. So, kann es sein, dass Sie der mögliche Vater sind? Okay, gut, dann können Sie sich hier nämlich auch einen Quass machen. Jetzt kümmern Sie sich bitte um Ihre Ehefrau und geben so eine Hände. Wir kommen auf jeden Fall nochmal auf Sie zu. Ihre Personalien haben wir. Ja, ich muss dich jetzt aber da wegnehmen. Ja, so. Lass uns gehen, vergiss sie. Okay, jetzt kommt meine Kollegin. Wir gehen jetzt. Da lang. Okay. Wie heißt du noch mit Vornamen? Im Verlauf des Gesprächs mit dem Jungen, nachdem er sich da ein bisschen beruhigt hat, hat er mir erzählt, dass er von der Affäre seines Vaters wusste. Er hat sich anscheinend an den Computer von seinem Vater gesetzt und hat dort ein bisschen rumgeschnüffelt und hat dort Chatverläufe gefunden von seinem Vater mit der Affäre und wusste anscheinend Bescheid, dass da was am Laufen ist. Der Grund, warum er sich so aufgeregt hat, war anscheinend, dass der Vater sich lieber oben um die Affäre gekümmert hat aus seiner Sicht, anstatt zu seiner Mutter zu fahren. Die weiteren Schritte. Wir haben den Vater und Sohn erstmal Richtung Krankenhaus geschickt. Die Personalien haben wir alle vor Ort aufgenommen. Die beiden müssen sich jetzt erstmal um die Mutter kümmern und gucken, was da Sache ist. Und wir haben die Frau Bischoff, die letztendlich diese schwere Körperverletzung begangen hat. Die nehmen wir mit auf die Wache, würden dann entsprechend den Bericht schreiben und ja, die Anzeige fertigen und diese Dame dann halt.